Dead computer, bro. I can't. I hate a dead end again. Aber wenigstens kriegst du den Fernseher an. I have to hack it first. Ich hab's jetzt bisher noch nicht erwähnt übrigens, aber vielleicht hast du gemerkt, das ist jetzt der dritte Save. Das ist normalerweise genau die Saves, die du auch nimmst, wenn du S-Rank versuchst, weil du darfst fünfmal saven, glaube ich, maximal. Ja, ja. Hab's gerade mal subtil versucht, das klappt gerade ganz gut. Immerhin. So, hier übrigens genau das, was ich meine, dass man genügend Ammo und genügend Herbs auf jeden Fall hat. Smoke Herbs every day. So, das brauchen wir definitiv nicht für den Part, der jetzt kommt. Flashbangs sind nützlich auf jeden Fall. Ja. Wobei wir da auch nur eine brauchen, aber ich meine, wir kriegen auch im Holdout gleich noch genügend Supplies, also das ist kein Problem. Einen freien Slot sollten wir auf jeden Fall noch haben. Damit wir gleich den Detonator mitnehmen können. Und hier haben wir noch ein First Aid Spray, das glaube ich weg ist, wenn man das nicht aufnimmt. Aber ich glaube, wir sind ganz gut gerüstet. Nö, das sollte reichen. Also ich glaube, selbst im Holdout findest du auch nochmal was davon. Ja, ja. Was soll mir das eigentlich sagen, when you see this? Was dann? keine Ahnung. John Cena? When you see this, Corona? Heutzutage wahrscheinlich. Too soon? Ja, Hacking. Super. Super. Er hat was hingekriegt. Ja, nee, wir dürfen uns erstmal auf eine ganz lange Segment einstellen, wenn er irgendwas hackt. Aber ich meine, er hat zumindest angefangen. Ja, da kriege ich auch noch hin. Den Computer anmachen kriege ich auch hin. Ja gut, okay. Ich hab mich auch gerade wieder in dieses Segment von Kalkofe. Eier kann ich! Echt? Irgendein Fußballer, den er da irgendwie hatte. Nee. Oder Kommentator oder irgendwie sowas. Eier kann ich! Also die ganzen Generatoren, die wir haben, die halten, heben wir uns erstmal auf für ein bisschen später. Und ich glaube, Zombies kriegen hier 8 Schüsse, dann gehen sie automatisch down. In dem Segment hier. Alright. Welche sitzen wir auf Nummer sicher? Aber genügend Ammo haben wir auf jeden Fall. Oh, das. Vielleicht nicht das. Also, das wird wohl nicht das Problem sein, wenn es überhaupt eins gibt. Dann. Ich denke auch nicht, ne. Also, normalerweise kann Vielleicht man sich doch. Hier platzieren. Hier ist man eigentlich relativ safe. Weil du hier nur das eine Fenster hast. Du solltest höchstens dann noch aufpassen, weil dann die Tentacle-Hats kommen, wenn ich das nicht irre. Ich glaube 2 Stück. Maximal. 2 oder 3. Ich weiß noch nicht, ob das auf Inferno oder auf Hardcore auch schon war. Auf Hardcore auch, ja. Okay. Von einem weiß ich, die kannst du relativ leicht ausschalten. Moment, okay. Genau. Handgrenade und Flashbang habe ich mir... Ach, verdammt. Aufs Quick-Menu gemacht. Ich glaube, der Recharge wieder. Weiß ich nicht, also wenn die sind wie in Teil 5, dann ja. Ich meine ja. Boah, sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Ja, nice. Nett die Jill Handgun natürlich. Der gute Kendo, mein Gott. Der hat halt gut, der leistet halt Arbeit. So, jetzt müssen wir uns hier platzieren. Dann kommt hier ein Hunter durch. Ups. Was? Grenade. Tatsache. Boom. Den Zombie direkt ausschalten. Der könnte, glaube ich, Tentacle Head werden. Außer man executed ihn direkt. Und jetzt haben wir die finale Phase. Da muss jetzt auch langsam der Countdown kommen. Genau, ja. Naja, sobald wir den Detonator da platzieren dürfen. Ach ja, ja, dann. Und ein Hunter kommt auch nochmal. Okay. Ah! Zombie! Stop it!
Zombie. What's in your head? My Magnum? Richtig. Sobald hier ein Zombie mit einem blauen Shirt kommt, kommt direkt danach quasi der Hunter. Das ist so der kleine Cue, den wir bekommen. Immerhin. Oh, oh nice. Okay, okay. Oi. Der gute Kendo. Das ist mir neu. Wieso passiert das auf einmal? Was? Dass die Tentacle Heads werden, war mir neu. Ich hab die bisher nur immer gesehen, dass die als Tentacle Heads reinspawnen. Das sind dann vielleicht eigentlich die gewesen, die bei dir reinkommen, wo sind die halt schon eher drin gewesen, keine Ahnung. Der hatte Möglichkeiten. Das kann sein, ja. Noah! Okay. No! Stop it! Good. Das ist aber ein langes Ding, du. That's what she said. War mir klar. Geht er mal auf die Nüsse hier, der Kollege. Sehr gut. Oh, shit! Hunter! Die Ballsack. Okay. Das okay, mein Freund. Das war knapp, du. Hier, fang. Gut, 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 gut. Kannst du immer noch nicht. Mein Gott! Tyrell! Hack mal richtig! Ja, wäre wohl angebracht. So. Kommt doch noch ein bisschen in Munitionsprobleme. Das ist nicht gut. Ups. Finally. Mein Gott. Also gut, typisch Tyrell halt. Mein Gott, das ist mir nicht geglaubt daran. So. Deswegen haben wir übrigens die drei Flashbangs. Das habe ich auch immer so gesehen. Entweder wir können auch eine Handgranate werfen, danach würden die allerdings respawnen, aber ich meine, wenn wir sie schon haben, können wir sie auch einsetzen. Ja. Yeah. Happy Birthday! Never mind. Mit Carlos dürfte man, glaube ich, eh nicht mehr spielen danach. Ja, genau, das ist es. Ja. Deswegen einfach alles verballern, was man hat, quasi. Richtig. Jordan! Jetzt kannst du dich eigentlich einfach... Du musst dich hier gar nicht irgendwo in Sicherheit bringen? Nee, das nicht. Ach, das macht er automatisch. Genau. Genau, danach hätten wir normalerweise den Raccoon Park. Hat er lang genug gedauert, Tyrell, mein Gott. Eben. Das kann doch nie sein. Klassische Safe-Musik war das gerade kurz. Ja. Ja, zwischendurch auch schon. Ah, okay. Aber bitte hack nicht, nimm einfach ein Telefon. Wobei das auch eine extrem gute Neuerung im Remake hier ist, dass wir eben nochmal mit Jill kurz durch die durchs Hospital eben durchpacen dürfen. Ja. Hm. Bitte noch ein paar Lockpicks, die wir noch haben. Und die Magnum, ganz wichtig. Allerdings. Du weißt ja, so schnell gar nicht wirken dürfte. Eigentlich. Das war doch im Original auch so, oder? Nee. Also bei Chill war es jetzt ungefähr einen Tag.
testen. Mhm. Nachdem sie das Vaccine bekommen hat. Waren es im Original nicht 3 Tage oder 2? Dass sie durchgeschlafen hat, ich glaube ja. Ja, sie wurde infiziert und ich glaube jetzt einen Tag später oder einen halben Tag später kam ja Carlos erst an. Mhm. Alright. Jetzt go. Ich glaube, ja genau. First Aid Spray ist weg. Dafür allerdings haben wir hier eine weitere Handgun, die gar nicht mal so schlecht ist. Feuert 3 Schüsse auf einmal. Das Äquivalent zur Matilda. Genau, ja. Wobei allerdings natürlich nach wie vor die Samurai Edge einfach besser ist. Und vor allen Dingen hast du da bessere Kontrolle über deine Munition. Genau, ja. Das versprüht einiges. Mhm. So, das können wir, glaube ich, auch nochmal stacken. So wie ich das gerade gesehen habe. Und guck mal, das ist genau das, was ich meine. Wir sind jetzt quasi schon am Ende des Games und wir haben so viel Handgun-Ammo. Ein paar habe ich ja zwischendurch schon einfach weggeworfen, weil wir sie nicht gebraucht haben. Hier haben wir noch mehr. Wir haben noch einen 60er-Stack. Ja. Also da, daran mangelt es definitiv nicht. Also ein 150 Schuss. Ich glaube, selbst im Original müsstest du damit dann gut durchkommen können, wenn du zusätzlich noch ein bisschen Grenades hast. Ja, das auf jeden Fall. Und wir haben dann eben auch noch hier in der Anführungsstrichen Matilda haben wir ja auch noch ein paar Schüsse drinne. In der Standard Handgun ebenfalls auch noch mal 15 oder 12. Tyrell wieder am Computer? Ja. Na. Ja, ore janai. Carlos hat das getan. Anta wo koko made hakonden no aoshita. Taishita yatsu da. Kare wa doko? Chika shisetsu da. Soko ni machi o sukueru wakuchin ga bichiku sarete ru. Hitori de iku nante mucha sugiru. 私も行くわ。待て、放送を見ただろう。この街は爆破されちまう。やっぱりバヒア。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。奴に任せろ。彼はプロなんだ。So am I。私も。あ、ひどすぎる。何を言っても聞く人いないな。保健施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。So。Ich glaube, hier war genau Handgun-Ammo. Größten Teil. Ah, Hallöchen. Der Herr. Deswegen normalerweise alles mit Carlos ausschalten, aber. Ja. Wir haben die Ammo. Mal davon abgesehen. Weak Ankles? Red Herb, glaube ich. Ja, genau. Wir haben noch ein grünes, glaube ich, gehabt. Und die wichtigste Waffe, die bekommen wir jetzt auch gleich. Bisschen wenig Space allerdings gerade. Weil ich glaube, hier war auch noch Ammo dafür. Ich glaube, ich werfe ein bisschen von der Handgun-Ammo weg, weil wir ja noch 60 Schuss oder so in der Box haben. Ja, Mag-Ammo. Das wäre... Was war da drin? Handgun-Ammo? Mag-Ammo. Mag. Ja, genau, deswegen... Deswegen sollte man hier definitiv nochmal durchgehen mit Jill, weil es hier eben die Magnum gibt. Moment, wir haben noch Mine Rounds, jawohl. Ein paar können wir uns aufheben noch für einen Nemesis Fight, aber ansonsten können wir die eigentlich alle gut verballern. Mhm. Ne, hier war nichts. Obwohl, ich glaube, hier haben wir. Genau, hier haben noch einen kleinen Dialog von Jill. Mhm. Stimmt, Carlos wusste jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Bescheid. Aber er hätte wissen müssen, dass Nikolai ein Verräter ist. Weil? Ich dachte, das hätte Jill erwähnt. What the irgendwie nichts. Ah, you piece of shit! Swagsteps wie Nemesis, ey, what the fuck? Ich glaube, das war im Original schlimmer. Swagstep kriegt übrigens Nemesis auf dem, wenn wir diesen Flamethrower-Kampf haben gegen Nemesis, dann kann er auch, wenn man mit dem Grenade Launcher auf ihn zielt und abdrückt, kann es auch gut sein, dass er einen Swagstep macht und eben ausweicht. Oh ja. Ist mir auch ein paar Mal passiert, als ich zum ersten Mal gespielt habe. Das kann schon manchmal nervig sein dann. Ja. Deswegen gibt es auch genau den Zyklus beim zweiten Mal, dass man den eben unter Strom setzt, dann die Grenade und dann Grenade Launcher, weil nachdem man, wenn man zuerst die Shotgun einsetzt und dann den Grenade Launcher, kann es sein, dass er sidesteppt und eben den Grenade Launcher ausweicht. Das wäre unpraktisch.
So, Magnum gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Mhm. Und dann haben wir auch nur noch das Nest und die Facility. Halbe Stunde, wenn ich gut durchkomme. Ja, sollte nicht mehr als so viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ja, das kriegen wir hin. Mhm. Momentchen. Das war, glaube ich, hier. Yes, genau. Simple Lock, richtig. Fucking... Okay. Oh! No! Wackstab, jawoll. Ich hasse diese Typen. Na. Yep. Immer diese Enchiladas. Ach nee. Was hier, ja. Hier kann man auch ein bisschen noch ein paar Explosives und so einsetzen. Die braucht man eigentlich nicht alle, die man hier hat. Oder natürlich auch wieder der normale Handgun, weil da haben wir auch noch genug. Wobei, ich glaube, du brauchst am ehesten noch die Handgun beim letzten Nemesis. Oder? Hey. Für zwischendurch ja, auf jeden Fall. Aber ja, für den allerletzten Fight mit dieser Toxic-Masse, die er ist, ja, da braucht man eigentlich. Da brauchst du nur die Magnum. 12 Schuss. Am besten Fall 12. Ich sag, bei Borg habe ich es, glaube ich, immer mit der, ich sag mal, Matilda gesehen, deswegen sagt mein... Das geht auch, ja. Das geht auch, genau. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Aber man kann auch einfach Magnum nehmen, 12 Schuss, weil mit, da kriegst du diese Pusteln mit einem Schuss weg. Mit der Magnum. Aber ja, Matilda habe ich auch schon benutzt. Aber ich würde fast behaupten, Matilda wäre schneller in dem Sinne, weil du nicht extra noch die Magnum und die ganze Munition dann dafür einsammeln musst. Das stimmt, ja. Ja gut, aber du hast auf dem Weg hast du ja meine absoluten Favoriten übrigens hier im Remake, die fucking Paleheads. Gott, wie ich die Dinger hasse. Die gibt's aber... Ich glaube, die tauchen aber auch nur ab Hardcore auf, oder? Ich weiß nicht. Also ich spiele halt nur noch Hardcore. Also Nightmare auf jeden Fall, Inferno auf jeden Fall auch, wenn es die in Hardcore gibt, was ja der Fall ist. Und hier übrigens haben wir auch das Herb vorhin. Stimmt. Aber Paleheads kam, glaube ich, sonst nur in... Ghost Survivors vor, wenn ich mich nicht irre. Ey, die sind so richtig scheiße. Ich hasse die Dinger. Ja. Aber ich muss mal außen rum, ja. Ja, stimmt, was du gerade sagst, es nimmt natürlich extrem viel Zeit weg, wenn man das Ganze mit Matilda dann macht. Nee, Moment, ich kann doch, glaube ich, einfach hier durch, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Durch das Gewächshaus hier in der Mitte, glaube ich. Probier's aus. Ah, ne, komm ich von hier nicht durch. Ah, ne, okay, dann muss ich runterspringen. Criss-Cross-Style. Jump, jump. Ist davon nicht letztens auch einer gestorben? Ich war so lange her. Ich hab zumindest gehört, dass irgendwie ein Rapper vor kurzem gestorben ist, aber das war irgendeiner, der relativ uninteressant war. Ich weiß es nicht. Vanilla Ice lebt immer noch. Wobei ich ihn auch gar nicht so schlecht finde. Alles, was nach Ice Ice Baby kam, war gar nicht so schlecht. Roll 'em Up kann ich nur empfehlen. Verdammt guter Song. Okay. So. Moment. Bin ich jetzt gerade denselben Weg gegangen? Ach, fuck. Aber man kann auch fast sagen, du kannst fast alles empfehlen, was nicht aus Deutschland kommt. Ja, das sowieso. Ich habe mir vor kurzem überlegt, okay, soll ich mal so ein kleines, Moment, genau, hier einmal rum, ja. Soll ich so ein kleines Special machen, indem ich einfach mal mir Deutschrap anhöre und ohne Scheiß, ich krieg da so die Aggression. Also, das Einzige, was ich in der Hinsicht ganz okay finde, persönliche Meinung, ist SCP. Was, ihr... Persönliche Meinung. SCP? SDP. Oh. SPD? Nee, die nicht. Ich will immer die Partei. Ja. Und noch eine andere Band, aber das ist mein persönlicher Favorit. Ansonsten bin ich jetzt gerade tatsächlich, weiß nicht, ob du die kennst, auf dem Trip von Hollywood Undead gewesen. Sagt mir nichts, ne. Kann ich empfehlen. Na! Shit! Oder auch was anderes, aber da könnte man mich fast hassen. Wer denn? K-Pop. Nö, wieso? Echt nicht? Nö. Also was ich bisher so gehört habe, gerade auch von den ganzen Boygroups, ist extrem gut. Und, da muss ich auch dazu sagen, ich habe jetzt vor 2 Tagen, genau, angefangen nochmal ein paar Songs von Psy mehr anzuhören. Von wem? Von Psy, Gangnam Style.
Oh ja, da habe ich mal ein paar andere außer Gangnam Style gehört, da waren richtig gute Dinger mit dabei. Gentleman und Daddy sind meine absoluten Favoriten. Oh ja, Gentleman fand ich sogar immer noch besser als Gangnam Style. Where you... Ja, da auch bei, ich glaube, Daddy war das. Ja genau, where you got that body from? I got it from my daddy. Mhm. Richtig gut. Ich weiß, Aber ich meine jetzt nicht Psy, also was ich da jetzt, ich habe in letzter Zeit davon... Ja gut, BTS ist so Mainstream eigentlich. Aber da hab ich halt auch was da. Oder... Muss man sich ja nicht verantworten dafür. NCT habe ich noch. Hm? Und Day 6. Was war die Musikrichtung von denen dann? Von wem? Genau von den Gruppen gerade. Also es klingt nach Gruppen zumindest. Day 6 ist tatsächlich mehr eine Band, die in Richtung K-Rock geht, statt K-Pop. Okay. Und NCT, glaube ich, ist auch so eher K-Pop, wobei da auch andere Sachen mit dabei sind. Mhm. Mhm. Kannst du mir danach auf jeden Fall mal schicken. Ich habe jetzt halt so Gruppen gehört, die halt größtenteils Pop machen, aber eben auch extrem gute Rap-Passagen drin haben. Ich weiß nur den Namen gerade nicht mehr. Du meinst aber nicht BTS, oder? Es kann sein, das war zumindest eine extrem bekannte. Habe ich damals noch in einem Stream von Edeka gesehen. Okay. Naja, können wir dann nochmal drüber reden. Na. Achso. Ich spekuliere jetzt gerade auf High-Grade Gunpowder irgendwie. Eins habe ich ja noch in der Box. Mhm. Und da habe ich dann doch ein bisschen... suffisant Bock auf so ein bisschen Magnum-Ammo. Es wäre zumindest, wenn du jetzt die Magnum im letzten Fight nutzen willst, nicht verkehrt, ja. Naja, auf jeden Fall. Explosive B. Ich glaube, zweimal B war Acid, ne? Ja, ich glaube, das hast du mal erwähnt. Ja genau, Double A war Explosive, AB war Flame und Double B war Acid, genau.